Liebe Schwestern, Bruder, wer kann von sich sagen, dass ein guter Mann, ein guter Vater, ein guter Lehrer und ein guter Christ ist? Wer kann von sich sagen, dass sie eine gute Frau, eine gute Mutter, eine gute Lehrerin und eine gute Christin ist? Wer kann von sich sagen, dass ein guter Kaplan, ein guter Pfarrer oder ein guter Seelsorger ist? Ich denke, niemand. Niemand ist wohl ganz überzeugt von seiner Vollkommenheit, weil wir alle unsere Schwächen kennen. Aber im heutigen Evangelium hören wir, dass Jesus von sich selbst behauptet, er sei der gute Hirte. Nur er allein kann von sich sagen, dass ein guter Hirt ist. Liebe Mitchristen, im heutigen Evangelium finde ich ein besonderes Merkmal, das einen guten Hirten ausmacht. Der gute Hirt bringt Einheit. In der Christenwelt gibt es viele verschiedene Schafe, Christen, die unterschiedlichsten Kirchen gehören. Zum Beispiel katholische Christen, evangelische Christen, koptische Christen, orthodoxe Christen, Thomas-Christen, neuapostolische Christen, Zeugen Jehovas und. Ist es die Einheit, was der gute Hirt wollte? In der katholischen Kirche gibt es noch verschiedene Riten, 12 an der Zahl, zum Beispiel der lateinische Ritus, der malabarische, der malankarische, der byzantinische Ritus und so weiter. Ist es diese Einheit, die Jesus wollte? Sind wir wirklich eins in Christus? Die Menschen, die nicht Christen sind, verstehen diese verschiedenen Unterscheidungen nicht. Wir nehmen diese geschichtlichen Entwicklungen so hin, aber Nicht-Christen fragen sich, warum gibt es nicht eine gemeinsame Ausrichtung? Liebe Schwestern, Brüder, ich selbst finde es gut und möchte die Kirche mit einer großen Familie vergleichen. Alle Kinder haben nicht gleiche Eigenschaften, Charaktere und Talente, haben verschiedene Meinungen und verschiedene Einstellungen. Sie sehen sich auch nicht ganz ähnlich. So ist es auch mit unseren vielen Kirchen und christlichen Konfessionen. Jeder prägt seine eigenen Riten, Traditionen und Stile. Solange wir das gemeinsame Ziel vor Augen haben, nämlich Christus zu verkünden und gute Hirten zu sein, sehe ich kein Problem darin. Hier in Deutschland finde ich die Zusammenarbeit mit den anderen christlichen Konfessionen einigermaßen gut. In Indien ist das leider nicht der Fall. Hier streiten, predigen und kritisieren die Seelsorger untereinander.
Ich als Priester habe in Indien nie einen gemeinsamen Gottesdienst mit anderen Pastor oder Pastorinnen mitgefeiert. Da muss sich viel verändern. Liebe Mitchristen, der vierte Ostersonntag ist in jedem Jahr der Welttag der geistlichen Berufe. Da betet die ganze Kirche um Priester und Ordensnachwuchs. Aber unter geistlichen Berufungen im weiteren Sinn fallen ja auch viele Christen, die in den neuen geistlichen Gemeinschaften aktiv mitarbeiten. Lasst uns also beten für alle, die im geistlichen Beruf für das Reich Gottes mitarbeiten. Lasst uns beten, damit Gott viele junge Menschen beruft, für diese schwierige Aufgabe ihr Leben einzusetzen. Amen.